So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen mit Ramses, ne? Mit Rahmen, mit Haar dran und so Zeug. Und mit Hannes. Guck mal, das ist Hannes. Ich habe ja schon mal verschiedene Prime-Sorten getestet. Da gab es 4 Stück im Kaufland. Dann hat Pupsi eine besorgt bei World of Sweets. Dann hat sie eine besorgt bei Sugar Dad. Dann passt bloß auf, wo ihr draufklickt, nicht, dass ihr euch aus Versehen verkauft habt. Ne? Gerade bei Sugar Day, das ist immer richtig brutal. Dann gab es im Kaufland wieder diese Sherry, Freezy Sherry, Frozen Sherry, irgendwas, die Zauberflasche, das war das letzte Video, wo die Farbe gewechselt hat. Und jetzt plötzlich in der Werbung für 1,99 Prime in der gelben Flasche. Und guckt doch mal, wie genial das aussieht. Prime in der gelben Flasche. Ihr wisst, meine Lieblingsfarbe ist gelb. Mein Team in Pokémon Go ist gelb. Mein Schlüpfer von der Innenseite ist gelb. Das ist unglaublich. Und jetzt gibt es hier diese richtig geniale Prime-Sorte. Hannes, kannst du es nochmal vor deine Nase halten? So? Jo. Also neben, es ist richtig genial. Prime in der gelben, Farbe Urin. So muss man es nennen. Da steht jetzt einfach nur drauf, Lemonade Flavor, also Limonadengeschmack. Also das hat immer besondere Geschmäcker gehabt, aber ihr werdet es kaum glauben, das ist einfach nur eine simple Limonade. Und eine simple Limonade besteht eigentlich aus Zitrone. Also eigentlich müsste eine Limone sein, also eine Limette, aber es ist eine Zitrone, eine Lemonade. Prime was created for do's, sets 3 for iconic to filze void. Wer bold in your face, flavor meets legendary experiences, intense and refreshing, Prime is an ultimate quencher to conquer your day. We are confident you love it as much as we do, humbly the Prime team. Das ist halt meistens nicht der Fall, aber trotzdem möchte ich neue Sorten, die ich sehe, immer mal probieren. Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack mit Süßungsmitteln. Das ist einfach der große Manko. Meistens durch die Süßungsmittel schmeckt das halt mega eklig, mega abartig. Aber wir haben jetzt hier ein Glas. Wir haben Hannes eine Flasche. Der Hannes ist jetzt das Versuchskaninchen, dass ihr auch mal seht, wie das aussieht, wenn man Prime einschenkt in das Glas rein, ins Ernesto-Glas. Und ihr seht, das Glas ist auch komplett voll. So, das ist ein Hannes seine Flasche. So sieht das dann aus, wenn das ganze Glas voll ist. Vom gelben Prime. Ich habe alle Prime-Flaschen bisher weggeschmissen, aber ich glaube wirklich, diese gelbe muss ich mir aufheben. Wenn du willst, kannst du die gelbe auch mitnehmen als Andenken. Ansonsten gibst du die wahrscheinlich dann ab, wenn du zu Hause bist. Ich habe ja auch noch eine hier und die schüttel mal, dann ist ja gar keine Kohlensäure drin. Das ist ja einfach nur Wasser mit Geschmack als Hydration-Drink. Kokoswasser. Deswegen kannst du das öffnen. Es scheppert mächtig beim Öffnen. Es riecht auch unglaublich zitronig. Ich glaube, das hat den besten Geruch von allen Prime-Sorten, die ich bisher hatte. Es hat die beste Farbe von allen Prime-Sorten, die ich bisher hatte. Und ich hoffe, es schmeckt jetzt einfach auch gut. Hannes, ich würde sagen, das ist kurz nippen, wie Bodenputzmittel. Und schauen, wie es schmeckt. Nipp mal ganz kurz nur. Ja, es hat was von normal Prime, wie das immer im Hintenreihen so kommt mit dem Süßungsmittel. Aber das ist im Geschmack erstmal so sauer, dass das Süßungsmittel gar nicht so störend ist, sondern das Saure ein bisschen neutralisiert und irgendwie so sich normal anfühlt. Und ich muss sagen, ich finde jetzt schon, das ist die beste Prime-Sorte, die ich bisher hatte. Mir schmeckt dieses Zitronenflavor richtig gut, dieses Lemonade-Flavor, ich feiere das. Die Farbe, der Geschmack, alles hin und her, das ist was, das würde ich auch nochmal kaufen, nochmal trinken. Und ja, ich werde es jetzt hier versuchen auszutrinken. Hannes will das bestimmt, glaube ich, auch austrinken. Der ist ja immer so ein Schlucker vom Dienst. Wie schmeckt es dir?
Na, wie Bodenputzmittel. Wie Bodenputz, ist das gut oder schlecht? Schlecht. Schlecht? Ja. Hast du die anderen Sorten nicht gehabt? Nein. Die waren noch bedeutend schlechter. Da ist das Bodenputzmittel so minderwertig gewesen, man wusste nicht mal, dass man den Boden damit putzen soll. So, kennt ihr das gelbe Prime? Dann schreibt's mal in die Kommentare, welche Prime-Sorten habt ihr schon probiert? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wasser, Kokoswasser, Kokoswasserkonzentrat, Säurungsmittel, Säureregulator, alles drin, alles dabei, Beta-Carotin, Farbstoff, brauchst du. Ciao, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und koffeinfrei. Und nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Wir haben es vor dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt. Und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Wir haben es direkt verbraucht. Also ich weiß nicht, warum. Aber ich finde, das ist einfach... Das ist die beste Prime-Sorte, die es bisher gab. Heißt jetzt nicht, dass das ein super geniales Getränk ist. Aber es schmeckt deutlich besser als die anderen Prime-Sorten, die ich bisher hatte, denn die waren alle richtig für die Tonne. Das ist was, was irgendwie noch erträglich ist, ohne Spaß. Danke, Hannes. Bitte. Prost. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Boah.